Hallihallo und herzlich willkommen. Als erstes möchte ich euch ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Wenn alles so läuft, wie ich es geplant habe, kommt dieses Video am 01.01.2019 hoch oder wird hochgeladen von mir. Und zwar gibt es als allererstes Video eine Make-up-Auswahl von mir, die ich für den Januar tragen möchte. Ich habe mir gedacht, da jetzt ja im Dezember nicht so viele Videos gekommen sind, dass ich drei Videos relativ kurz aufeinander mache. Das heißt, das allererste war ja mein Aufgebraucht-Video. Dann am 31.12. war meine Favoriten und dann heute meine Make-up-Auswahl. Und ich dachte, ich fange einfach direkt an. Einfach auch, weil ich ein bisschen gelangweilt bin von meiner Make-up-Auswahl aus November. Weil ich habe es jetzt so gemacht, dadurch, dass ich im Dezember kein Video gedreht habe, habe ich einfach die Make-up-Auswahl vom November auch im Dezember verwendet. Das heißt 2 Monate. Das heißt, ich habe sie sehr, sehr gut getestet. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz so meine Review sagen und euch dann die neuen Produkte für das Jahr 2019, also für den Januar im 2019 vorstellen. Und es gibt auch sozusagen eine Erneuerung. Es war ja bis jetzt immer so, dass ich jedes Mal einen Lippenstift gezogen habe, weil ich so viele Lippenstifte habe. Das wird auch weiterhin so laufen. Es wird aber jetzt auch so laufen, dass ich entweder jedes Mal oder immer mal wieder ein Nagellack ziehe, weil ich auch sehr, sehr viele Nagellacke habe und ich das Gefühl habe, das macht es dann ein bisschen fresher und besser. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es mir gerne unten rein. Das war halt so mein Gedankengang. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. So, als allererstes zeige ich euch den größten Flop, nämlich von e.l.f. dieses Cool Puder. So sieht's aus. Wie ihr seht, hat sich hier nichts getan. Ich habe das 3-4 Mal verwendet und es ist einfach so hardcore durchgefallen, dass ich gesagt habe, nee, das gebe ich mir nicht, weil es macht einfach gar nichts. Also am Anfang sieht es mega pudrig aus für so 10 Minuten und irgendwas in diesem Puder ist drin, dass meine Haut mega, mega schnell nachfettet, weil nach so einer Stunde habe ich eine Speckschwarte im Gesicht. Und ich neige eigentlich, also ich habe eigentlich normale Haut und jetzt im Winter eher sogar trockene Haut. Und daher war ich ein bisschen schockiert, dass dieses Puder mich fettig glänzen lässt. Und daher habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, ich verkaufe es. Ähnliches Problem hatte ich hier mit Lotti Lanten in Glossip Girl Lip Gloss. An und für sich wirklich mega cooler Lipgloss. Er ist nicht zu klebrig, er sieht sehr, sehr schön auf den Lippen aus. Also alles in allem eigentlich gut. Aber die Farbe war halt einfach gar nicht meins. Also es ist wirklich so ein... Ich hätte jetzt gedacht, dass dieses so rotbraun eigentlich mir ganz gut steht, aber meine Lippen sehen dadurch sehr tot aus. Dadurch habe ich den auch, ich glaube, nur 2 Mal aufgetragen und dann relativ zügig wieder runtergemacht, weil es mir einfach gar nicht gefallen hat. Ich hatte mich in England nochmal umgeguckt, weil ich wirklich die Formulierung sehr gut fand, aber ich muss sagen, die anderen Farben waren jetzt auch nicht so meine Schreie so an Farben. Daher wird der jetzt wegkommen. Zu den anderen Produkten von Rimmel London, den Lasting Finish Concealer Corrector in diesem Pöttchen. Ganz große Liebe. Ich habe den fast jeden Tag als Concealer verwendet. Jetzt auch an Weihnachten hatte ich 2-3 Pickel, da habe ich den auch drauf gemacht, weil er wirklich sehr, sehr gut deckt. Und ganz, ganz große Liebe. Und ich bin eigentlich, das ist wie damals der Catrice Concealer in dem Pöttchen. Also man verwendet den, aber da tut sich irgendwie nichts. Sorry, dadurch, dass das Licht so blöd kommt, habe ich da schon die Schatten drin. Ich habe zwar einen Dip drin, aber es wirkt irgendwie so, als hätte ich ihn gar nicht verwendet. Aber wie gesagt, ich habe den ständig verwendet und wirklich lieben gelernt. Ich hatte auch die Smashbox Full Exposure Mascara. Bei der muss ich sagen, ich bin vollauf zufrieden. Das ist wirklich eine solide Mascara. In 2 Schichten sieht sie auch sehr gut aus. Aber ich muss sagen, Smashbox ist eine relativ teure Marke. Da erwarte ich von der Mascara mehr als, das sind gute Wimpern. Weil ich finde irgendwie, das sind gute Wimpern, kriege ich auch mit P2 oder Essence oder Catrice hin. Und dafür brauche ich Smashbox nicht. Aber ich bin sehr begeistert, dass die immer noch nicht leer ist. Und ich habe sie wirklich, ich glaube ausschließlich an Heiligabend und am 25. habe ich eine andere Mascara verwendet, sonst immer die. Und da ist immer noch Produkt drin, was ich sehr, sehr gut finde. Und das letzte Produkt war von Colourpop der Creme Gel Liner in der Farbe Call Me, also in so einem Braunton. Und zwar war das anfänglich so eine Hassliebe, weil er ist sehr, sehr weich. Das heißt, er gleitet wirklich super auf die Augenlider. Aber sobald ich hier ein tiny bisschen zu viel rausholt, also ihr seht schon, bricht er ab.
Und zwar ganz, ganz arg. Also wirklich, wenn ihr so, so ist das Höchste der Gefühle. Und selbst da kann es nochmal passieren, dass der abbricht. Aber er hat mir so gut gefallen, dass ich, als jetzt Colourpop Black Friday Weeks hatte, mir ein paar nachgekauft habe. Weil er hält wirklich den ganzen Tag. Er sieht wunderschön aus. Er lässt sich super schnell drauf machen. Ganz, ganz tolles Produkt. Und wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, dann ist es auch okay. Und daher Top-Produkt. Und dann zeige ich euch jetzt, was ich für den neuen Monat gezogen habe. Ich habe nochmal Puder gezogen. Und zwar von Collection das Primed and Ready Invisible Setting Powder mit Witch. Witch ist im Prinzip so ähnlich wie Teebaumöl. Ist sehr gut für Pickel und ähnliches. Habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Bis jetzt okay. Nicht outstanding, aber okay. Kann man leer machen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich das tagtäglich verwende. Als Lippenstift habe ich von MAC den Taupe gezogen. Das ist so ein Braunrot. Ganz, ganz schöne Farbe, finde ich ganz toll. Ich habe mir nämlich vorgenommen, für 2019 wieder mehr Lippenstift zu tragen. Ich hoffe, das klappt. Als Nagellack habe ich von Revlon den Colorstay Gel Envy Longwear Nail Nagellack in der Farbe Showtime ausgesucht. Also man sieht es irgendwie ganz schlecht im Licht. Das ist so ein ganz dunkles Lila mit pinken und blauen Glitzerstückchen drin. Doch, da ein bisschen. Ganz, ganz toller Nagellack. Habe ich bisher aber erst einmal drauf gemacht. Und ich hoffe jetzt, dadurch, dass ich den gezogen habe, dass ich ihn häufiger drauf mache, weil es wirklich, wirklich eine schöne Farbe ist. Dann habe ich eine Palette gezogen, nämlich die I Love Revolution in der Unicorn Heart Variante. Sind sehr viele lila Töne, Pinktöne, bisschen Silber, bisschen Blau. Jetzt nicht unbedingt die Farben, wo ich sage, ja, Alltag boomt, aber vielleicht in Kombination mit einer anderen Palette, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere und hier gucke, gibt es keinen einzigen Lidschatten hier drin, der ganz matt ist. Also hier gibt es zum Beispiel so wie der hier, der ist so zu 90% matt, da ist ein bisschen Schimmern aber mit drin. Genauso wie bei dem hier und bei dem Pink, da ist schon Schimmer mit drin. Aber mit einer anderen Palette kann ich da bestimmt ein bisschen was zaubern und bringe gleich mal ein bisschen Farbe in den tristen Januar. Und das letzte Produkt ist auch von Revolution, nämlich von der Imagination-Reihe. Oh. Und zwar ist das so eine Konturpalette. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe bestimmt seit 4, 5 Monaten kaum noch Kontur verwendet. Ich glaube, jetzt an Heiligabend mal wieder und am 25. ausnahmsweise mal wieder ein bisschen mehr. Aber so Highlighter und Kontur ist irgendwie in letzter Zeit bei mir ein bisschen so unten so durch den Radar durchgeflogen. Irgendwie habe ich das nicht mehr so häufig verwendet. Daher bin ich jetzt mal gespannt, wie es läuft, ob ich es mehr verwende. Und ich habe die Palette selber auch kaum verwendet bis jetzt. Ich glaube, ein paar Mal die Konturprodukte, weil ich die ganz angenehm finde vom Farbton. Die Highlighter sind auch okay. Die Puder hier unten habe ich noch gar nicht verwendet. Muss ich mal gucken. Aber bin mal gespannt, wie das klappt. Und dann sehen wir uns nächsten Monat und dann zeige ich euch, wie es gelaufen ist. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid sehr gut ins neue Jahr gestartet und wünsche euch ganz viel Glück. Ciao!